Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf Echo Delta Delta Hotel. Heute bin ich, Linus, mal am Lotsen Bremen Räder bzw. Hamburg Approach. Noch ist es relativ leer, das sollte sich später ändern. Zurzeit ist in Hamburg die 1.5 für Arrivals offen, auf 0.5 wird gestartet. Dementsprechend die Pisten in Hamburg, Finkenwerder auch 0.5 und Lübeck 0.7. Mir fällt gerade auf, ich könnte vielleicht nochmal hier die Centerline vernünftig anmachen. Zack. Und damit sind wir eingestellt für heute. So, der Flieger ist noch nicht bei mir. Das können wir mal ganz kurz ändern. Ist eigentlich auch zu hoch. Naja, aber ist nur knapp zu hoch. Vor den Force Act, wir haben ja gerade die Zeit, mal kurz nett eine PM schreiben. Über mir ist Maastricht, aber mit dem habe ich keinen direkten Kontakt. Und unter mir sollte sich gleich der Tower wieder einloggen. Warten wir mal darauf. Ich habe mich aus der ATIS ausgeklinkt. User entered your channel. Bremräder, moin. Die Scandinavian Trio der Tango Heavy descend to flight level 10.000, passing 113. Scandinavian Tree Hotel Tango, Bremräder, hello, Squawk 1000. Aber wir wollen ja auch sehen, wie hoch er ist und wie schnell. Scandinavian Tree Hotel Flight Tango. Level 10.000 halte ich für etwas utopisch. Aber das sind diese kleinen phraseologischen Feinheiten, nicht mal eigentlich. Scandinavian Tree Hotel Tango Heavy identified, descend 4000 feet. Expect ILS Approach Runway 15. So, der kriegt noch keine Speed Restriction oder so, der wird erstmal raufgeschossen. Man sollte aber einen guten Hafen stehen. Scandinavian Tree Hotel Tango, QNH 1018. Ich wusste, ich habe was vergessen. 1018, Scandinavian Tree Hotel Tango. Und ich sag den Standardsatz für Lotsen. Ich habe längere Zeit nicht gelotst. Und hin vor November. Lufthansa 81 Foxtrot Bremen Räder, hallo, identified. Descent Flight Level 70, Direct Delta Hotel 412. User joined your channel. Wir sind Level 70, Direct Hamburg 412, Lufthansa 81 Foxtrot. Scandinavian Tree Hotel Tango, turn right heading 270. Schicken wir ganz kurz nach Westen. Dann muss er jetzt nicht, 270, Scandinavian Tree Hotel Tango. Muss dann nicht so eine ganz dumme Kurve fliegen, sondern ich ziehe ihn auf Westen und dann einfach gerade in Süden runter. Das ist ein 90 Grad Turn an sich, aber er sollte mit 30 aufs LS raufgehen. Ja, ist ja gut, Teamspeak. So, 81 Foxtrot geht hier vorne auf dem Shortcut. Ich möchte nachher, weil da wahrscheinlich noch einige Departures rausgehen, möchte ich mir das eigentlich relativ frei halten und dann die Arrivals eher hier drüben längs ziehen. Soweit der Plan. Und der kriegt sofort seinen Turn. Scandinavian Tree Hotel Tango, now left heading 180, cleared LS Approach Runway 15. Left 180, cleared LS Approach Runway 15, Scandinavian Tree Hotel Tango. Wunderbar, so muss das. Bremen Arrival, moin. Lufthansa 691, Information November on board request and route clearance destination München. 691 Tower just came online 126855. Bis gleich. 126855. Bis gleich. Lufthansa 691. Incoming Chat Message. Incoming Chat Message. Das ist der falsche Tower. Wird da irgendwie gleich rausgeschmissen? Bitte? Das ist ein falscher Tower. Sehe ich gerade. Wird da gleich rausgeschmissen? Ja, der wird gleich rausgeschmissen. Super. Etwas drastische Formulierung. Scandinavian Tree Hotel Tango, Free Speech. War eh klar, aber man kann es ja nochmal bestätigen. Please repeat for Tree Hotel Tango. Tree Hotel Tango, On Speech. Da gab's, das hieß eigentlich anders, ich hab's wieder vergessen. Airspace goes. And the Scandinavian Tree Hotel Tango, establish LS 15. Roger, for now stay on this frequency. We're waiting for the trainee on the tower. Incoming chat message. We're good, Tree Hotel Tango.
Bremen Radar, grüß dir, Kingfisher 101, descending flight level 250 inbound OPJ. Kingfisher 101, no radar contact yet, will call you. Copy it. Kurz Ground Traffic anmachen, mir. Bremen Radar, moin nochmal, so die Delta Echo, X-Ray Yankee Tango in Lübeck auf dem GRT. Er wird der Ausflug aus der Kontrollzone über Lima. Pflichtmeldepunkte mal machen. So. Alles klar. Der Yankee Tango, verstanden. Ruanzi Piste 07, Zulu 2, Bravo, QNH Lübeck 1019. Rolle zum Rollhalt der Piste 07 über Zulu 2 und Bravo, QNH 1019, Delta Echo X-Ray Yankee Tango. Der Yankee Tango, Squawk 7001. Squawk 7001, Delta Echo, X-Ray Yankee Tango. VfR nach Hamburg, über Uetersen. So, was ist bei ihm hier? Man weiß es nicht. Kingfisher 101, identified, direct Ripso, Descent Flight Level 70. Direct Ripso, Descending Flight Level 70, Kingfisher 101. So, ich hoffe, das war kein Turn, der größer als 30 Grad war. War es natürlich. Oh, ganz knapp nicht, ne? Jetzt gehen wir in Trio Hotel Tango, Wind Hamburg, 130 degrees, 8 knots, Runway 15, clear to land. Clear to land, Runway 15, Scandinavian Trio Hotel Tango. Is there any intersection of long rollout? Ich hab gerade mal in Hamburg aufgenommen. As long as you have a cage to the left, it's fine for me. Okay, er ist verschwunden. So, den ziehe ich nach hier und dann. Hamburg Approach, good evening, Sunturk 1, 3 Echo Delta, level 250 request, descent. Top 70 ist nicht mein Ding. Sunturk 1, 3 Echo Delta, Bremen, hello, identified. Descent, flight level 70, expect Nolgo to Whiskey arrival. Jetzt. Wie gesagt, 70. Ja, wenn er da jetzt auch noch zurückliegt, wäre vielleicht besser. Tango, Tango, Abflug bereit. Der Yankee Tango, verlassen Sie Kontrollzone Lübeck über Lima. Rechtskurve nach dem Abheben, Rechtskurve genehmigt. Wind Lübeck 1 zu 0 Grad, 6 Knoten, Piste 07, startfrei. Verlasse Kontrollzone über Lima, nach dem Abheben, Rechtskurve genehmigt. Piste 07 Lübeck, startfrei, Delta X-Ray, Delta Yankee Tango. Sonic One Tree Echo Delta, proceed direct Delta Hotel 4 Tree. 2-1-1-0. Ja, das war's Block. St. Turk 1-3 Echo Delta, proceed direkt Delta Hotel 4-3-2. Direct to Delta Hotel 4-3-2, St. Turk 1-3 Echo Delta. So, Berlin 1-0-5-5, Bremen Radar, moin, identified. Direct Delta Hotel 6, correction 4-1-2, descent flight level 8-0. Air Berlin 1055, Roger, proceeding Delta Hotel 412, descending flight level 80. Bam, 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 1234 dürfte, ja, das ist gut. Lufthansa 81 Foxtrot, willkommen zurück, descend 4000 feet, QNH 1012, correction 1018. Meine Güte, Zahlen. 4018, Lufthansa 81 Foxtrot. 81 Foxtrot, continue present heading. So. Ich, Scandinavian Tree Hotel Tango, Runway vacated, Alpha 6. Ja, das ist schön. Warte mal, das ist ganz kurz hier. Den, hallo? Da ist nichts frei. Zero 2? Na. Tree Hotel Tango, there is currently no space for you, as in heavy. Continue right Zulu 5 and hold short of Zulu 1. Roger, right Zulu 5, hold short Zulu 1, Triota Tango.
Was ist das? Die wollen halt alle nach München. Das wusste ich auch, weil in München gleich Prüfung ist. Aber die meisten wollen nach München. Deswegen ist halt wirklich alles voll. Und ich brauche für ein Heavy ja 0,5 Gate. Alpha Bravo geht nicht. Das geht nur für Flugzeuge bis 36 Meter Wingspan. Und die passen auch nicht. Eventuell muss ich ihn auf einem anderen Apron ziehen. So, der neue Tower ist online. Der müsste es locker schaffen. Drehen wir den mal. Kingfisher 101, turn right, heading 060, descent 4000 feet, QNH 1018. Right 060, descending 4000, QNH 1018, Kingfisher 101. And scan entry Hotel Tango, tower came online, ask him for a gate 126855, tschüss. 126855, ich probier's mal, bis gleich, ciao. Incoming chat message. So, machen wir das mal zu. Unser 81 Foxtrot, now left heading 180, clear Dallas approach, runway 15, 220 or greater. Das von 180, clear Dallas 15, 220 or greater, Lufthansa. Machen wir es mal so. Na, der ist tiefer. Suntec 13 Echo Delta, Speed 150 Knots or less. Auch immer gefährlich, aber ist gerade keiner hinter ihm. Speed Max 1, Speed Max 250, confirm. Hey, Firm. Speed Max 250, Suntec 13 Echo Delta. Correction, sorry, not Mach, Knots. Indicated Airspeed 250 or less. Nicht richtig zugehört. Indicate the speed 250 or less, Suntec 13 Echo Delta. Berlin 1055, speed 250 or greater for now, number 3 in front of the Suntec. Berlin 1055, roger, 250 or greater. Danke. Unser 81 Foxtrot, speed 170 knots or greater until 5 miles. So. Knapp 2 Wochen nicht gelotst, aber das ist ganz gut, dass wir nur Outbounds haben. Die sind etwas einfacher. Delta Yankee Tango, Lima 1900 Fuß. Delta Yankee Tango, verlassene Frequenz genehmigt. Andernfalls FIS auf dieser Frequenz. Verlassene Frequenz genehmigt. Kopf auf R, danke fürs Lotsen. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Dann macht er das so. Hau ich ihn mal weg. Edwin Foxtrot, now established. Alles von 5. Edwin Foxtrot, Contact Tower 126855. 126855, Edwin Foxtrot. Vielen Dank dir. Berlin 1055, descend 5000 feet, QNH 1018. Berlin 1055, roger, descending 5000 feet on 1018. So, Kingfisher kriegt mal das Label hier oben hin. Kingfisher 101, Speed 220 knots. Speed 220, Kingfisher 101. Kingfisher 101, right heading 120, clear Dallas approach runway 15. Repeat the heading, please, for 101. Right heading 120. Right 120, clear Dallas 15, Kingfisher 101. Die werden eh alle einen Go-Round machen, weil er sonst nicht genügend Inbounds. Ah, der Tower ist jetzt wahrscheinlich richtig busy. Und der hat auch die Scandinavian auf die andere Seite gezogen. Ja, hätte ich aber auch gemacht dann. Wenn da nichts frei ist, ist das schon schlau. Ja, habe ich leider nicht weit genug vorausgedacht. So, die Staffelung ist jetzt nicht ultra tight, leider. Aber besser kriege ich es gerade nicht hin. Kingfisher 101, speed 170 knots until 5 miles final. Speed 170 until 5, Kingfisher 101. Berlin 1055, speed 220 knots. Berlin 1055, roger, speed 220 knots. Berlin 1055, descend 3000 feet, now left heading 240. Berlin 1055, descending 3000 feet, heading User left your channel. 240. So, das wird jetzt etwas enger. Suntec 13 Echo Delta, descend 4000 feet, QNH 1018.
descend 4000 feet, QNH 1018, Sun Turk 13 Echo Delta. Evelyn 1055, speed 200. Evelyn 1055, roger, speed 200. Sun Turk 13 Echo Delta, speed 220 knots. So, gleich mal ein bisschen Ordnung hier rein. Ne? Speed 220 knots, Sun Turk 13 Echo Delta. Aber die Piloten machen ja gut mit, das ist immer schon mal nett. Ja, gehen wir vielleicht mit 180 ran. Ja, ich habe mir das ein bisschen schwer gemacht hier, aber das wird schon passen. Ist halt für eine Prüfung wäre das viel zu viel, also da wäre nicht genügend Spacing. Wie jetzt ist es gut, weil er ganz viel rausschießen muss, aber auch mit 0,5 richtig undankbare Kombi, weil die ewig brauchen, bis sie das Kistenkreuz gedingens haben. Evelyn 1055, left heading 180, cleared ILS approach runway 15. Evelyn 1055, roger, left heading 180, cleared ILS runway 15. Dreht er, ja, war ich etwas. Evelyn 1055, speed 170 until 5 miles. Ja, das war Evelyn 1055, roger, speed 170 until 5 miles. Sun Turk 13 Echo Delta, turn right, heading 060. Turn right, heading 060, Sun Turk 13 Echo Delta. Ja, kein guter Intercept, gebe ich zu. Kann man die VFR-Punkte wieder ausmachen, die brauche ich gar nicht. Berlin 1055, re-intercept, heading 120, descend 2500 feet. Ja, Berlin 1055, roger, intercepting from the right, sorry, my mistake, descending 2500. I was a bit late with the turn. Sun Turk 13 Echo Delta, now further right, heading 120, cleared ILS approach runway 15. Das war tatsächlich mein Fehler. Right heading 120, clear ILS approach runway 15, Sun Turk 13 Echo Delta. Ja, das ist peinlich. In einem Training. Bremen Radar, moin, Lufthansa 8, Charlie Lima, Flight Level 227, on descent, direct, null go. Satri Charlie Lima, Bremen Radar, hallo, identified. Ja, der ist noch ein bisschen zu weit draußen, als dass ich da irgendwas mitmachen könnte. Sun Turk 13 Echo Delta, speed 170 knots or less, until 5 miles, final. 170 wäre wahrscheinlich besser gewesen, als es dreht, aber weiß ja nie so. Speed 170 or less until 5 miles, Sun Turk 134 Delta. Evelyn 1055, connect tower 126855. Evelyn 1055, roger tower 126855. Wieder hören. Das passt. Unser 8 Charlie Lima proceed direkt Delta Hotel 432. Direkt Delta Hotel 432 and confirm descent flight level. 3 Charlie, 8 Charlie Lima. Descent flight level 70. Descent level 70, Lufthansa 8 Charlie Lima. So, eigentlich bitte intercepted, danke. Ja, tut er auch perfekt. Ja, den habe ich ein bisschen verkackt. Die Evelyn, das war nicht gut. Sieht auf dem Webby gar nicht mal so doof aus, aber. Sun Turk 13 Echo Delta, Contact Tower, 126 Decimal 855. 126 Decimal 855, Sun Turk 13 Echo Delta, good evening. Bin sehr gespannt, wenn die alle rauskommen, was dann passiert. Ja, vor allem, die müssen auch alle crossen. Ach, da wäre ich gerade gern auf der Frequenz, das ist spannend. Qatari 2 Tango Alpha, ready to copy clearance. Alpha. Qatari 2 Tango Alpha, cleared München via the AMLU 1 Charlie Departure, Flight Plan Route, initial climb 5000 feet, squawk 1000. Cleared München, AMLU 1 Charlie Departure Route, climbing 5000 and squawk 1000, Qatari 2 Tango Alpha, request pushback. Qatari 2 Tango Alpha, startup and pushback approved, facing south. Pushing start approved, facing south, 2 Tango Alpha. Lufthansa 024, pushback approved, facing south, remain clear of the aircraft next to you. Lufthansa 8 Charlie Lima, Hamburg Tower, hello, one departure ahead. 8 Charlie Lima. Lufthansa 9 parking position, vielen Dank, wiederhören.
I believe in 1055, thanks for flying, bye bye. Lufthansa 9er Mike for push. Lufthansa 9er Mike, push pick approved, facing south, orange line. Orange liner and push approved, facing south, Lufthansa 9er Mike. Please parking brakes. Commencing push. All engines clear, start at will. Sandic 13 Echo Delta, left heading 180, cleared Alice approach runway 15. Left heading 180, clear Alice approach runway 15, Sandic 13 Echo Delta. Sky 797. No radar service for now, next station Maastricht, contact Maastricht on 135.96 before passing 250. This guy is 797, copied, contact Maastricht 135960 before passing flight level 250. Danke, schönen Abend noch, ciao. Ciao. Bremen Radar, schönen guten Abend. Lufthansa 691 inbound Delta, Hotel 152 on 4000 feet. Lufthansa 691 Bremen, hallo, identified. Climb flight level 100, direkt DNX. Climbing level 100 and direct DNX. Lufthansa 691. Ich würde mir fast mal den Holding Point anmachen. Ja, hier ist er. Perfekt. Dass ich grob sehe, wann da was rausgeht. Sandic 13 Echo Delta, Contact Tower 126855. 126855, Sandic 13 Echo Delta. Finally, 2-Tower Drive like the text, you have to look for some traffic in front of us. Qatari 2 Tango Alpha, roger, taxi holding point runway 05 via Yankee 3 Golf and Delta 1. 05 via Yankee 3 Golf Delta 1, Qatari 2 Tango. Lufthansa 2 Mike Papa, standby. Lufthansa 31 Tango, Wind 120 degrees, 8 knots, runway 05, cleared for takeoff. Lufthansa 31 Tango, cleared for takeoff, runway 05. Northfly 6030 behind, departing aircraft, line up runway 05. Behind Lufthansa 8, you can see line up right, runway 05, behind Northfly 6030. Sunturk 13 Delta, continue taxi and hold short of runway 05. Northfly 6030, wind 120 degrees, 8 knots, runway 05, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 05, Northfly 6030. New Orange 125, still waiting to cross runway 33. New Wings 125, cross runway 15. And leave the runway via Golf, then continue on Delta 1. We cross runway 23 and we continue via Golf, Ewing 125 Delta 1. Lufthansa 9 Mike, wind 120 degrees, 8 knots, runway 05, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 05, Lufthansa 9 Mike. Lufthansa 024, behind departing aircraft, line up runway 05. Further climb Unicom 122.8. Schönen Flug nach München. Unicom 122.8. Danke für deinen Service. Tschüss. Lufthansa 691. Ja, nächste Session ist München Radar. Beziehungsweise München Nord, dann München Süd. So, da geht auch schon wieder was raus. Da ist er. Schwupp. Ich werde jetzt einfach alle nach DNX ballern, sobald ich kann. Lufthansa 024. Wind 120 degrees, 8 knots, runway 05, cleared for takeoff. Ich kann das hier in der Kamera, wie
Ja, ein Parting Aircraft Landing auf dem Weg dran. Lufthansa 9er Mike, Contact Bremen Radar 119er, Decimal 510, with outer hand of next time, bye bye. E-Nuts. Hamburg Tower, good evening, Aeromexico 906. V1, rotate. Qatari 2, Tango Alpha, land up runway 05. Starting up to the 5, Qatari 2, Tango. Positive rate of climb. German Wings 5 Tango, cross runway 15, then continue taxi via Golf and Delta 1. Crossing runway 15, thereafter continue taxi via Golf Delta 1, German Wings 5 Tango. Aeromexico 962, ready to copy clearance. Hello sir, Aeromexico 962. Yeah, we are with Papa Information ready to copy. Also grob bei 3000 Fuß. Jetzt mal hier auf die MAV gucken. Leider ein bisschen verschoben. Der andere, den anderen Teil müssen wir noch einblenden, aber der ist aus irgendwelchen Gründen in der Bremer Hälfte. Habe ich mich letztens erst rausgefunden. Naja, 2000 könnte ich es ja eigentlich schon drehen, aber man muss das ja nicht spannender machen, als es ist. Also müssen die Piloten sich auch erstmal bei mir melden, was sie eh erst ab 2000 Fuß tun werden. Das wird jetzt relativ monoton, was ich noch alles sagen werde. Also, was haben wir denn hier von der? 25 Meilen, naja gut. So, wie sieht denn das mit Inbounds eigentlich aus? Habe ich nämlich eigentlich noch 7? Naja, beziehungsweise einer ist gelandet. Aber die kommen erst gegen 20, oder beziehungsweise, die kommen ungefähr eine Stunde erst. Es wird gar keine Frequenz mehr blau. Ja, wie gesagt, machen wir 100. Ja, mache ich 100 raus. Ein bisschen Klappen fahren hier. Oh, das ist jetzt aber spannend bei euch. Wie viel haben wir? Ah, 4 ungefähr. Oh, reicht doch. Ja. Ja, aber guck dir mal die Schlange an, die hier rausgeht. Ist nett. Die ist ja viel zu gut gestaffelt. Ist ja voll langweilig. Ja, ich dachte, ich mache auch mal ein bisschen was heute. Hey. Ihr Dings, Ole Bremen, Qatari 2, Tango Alpha, auf Runway 05. Das zerstört. Ah, ich bin drauf. Qatari 2 Tango Alpha Bremen, hallo, identified. 100. Plan 100, 2 Tango Alpha. Läuft doch hier. 0-2-4, also for ich passing 4 for 5. 0-2-4, hallo, identified 100, direkt DNX. Direkt DNX, climb 100, September 0-2-4. So, 0-2-4, further climb Unicom, later on Munich, tschüss. Unicom, danke schön, ciao. Ja, dann mal zwei Minuten warten. Na, zwei Minuten nicht. Halbe Minute kann der rum. Wir sind jetzt schon 4 Meilen. Ich möchte das. So, jetzt. Qatari 2 Tango Alpha, direkt DNX. Unicom 1-2 Decimal 8. Direkt DNX und proceeding Unicom 2 Tango Alpha. Und er war schon höher als ich dachte. Climbt gut, das Ding. Bremen, schön zu dabei, Swiss. E-Token, Lima, Basting, 1800 feet, climbing 5000. Swiss 8, Hotel Lima, Bremen. Hallo, identified. Climb, flight level 100. Climb, flight level 100. Der möchte die Deko. Fast drauf reingefallen. 8, Hotel Lima, passiert direkt Ideco, right turn. Der Proceed direkt die Deko vor Swiss 8 Hotel Lima. Alpha. Watcher, Proceed direkt die Deko Swiss 8 Hotel Lima. Ist auch so halb aus meinem Bereich raus, aber wir sagen mal, wir haben das koordiniert mit Unicom und dann geht das schon. Ich will die ja auch irgendwie aus dem Weg haben. Swiss 8 Hotel Lima, further climb on Unicom 1-2-2 Decimal 8, bye bye. Der möchte nach Straßburg. Monitor Unicom, Nee, ist Euro Airport Basel. Wie komme ich auf. Ja, weiß ich auch nicht.
Bremen Radar, wunderschönen guten Abend. Die German Wings 1 Bravo Alpha out of 2500, Clarice 5000, hallo. German Wings 1 Bravo Alpha, moin, identified. Direct Denix, Climb Flight Level 100. Direct, confirm, direct Lunix and Level 100, die 1 Bravo Alpha. 100 korrekt, direkt ist Delta Echo November India X-Ray. Ich glaube, die Jerry von Bravo Alpha. So. Ja, das erste Mal irgendwie undeutlich gesprochen oder so. Ich erstaune mich, dass sie den direkt alle bekommen haben, direkt. Jetzt hast du da viel mehr nachgefragt. Du musst viel mehr buchstabieren, aber das scheint diesmal gut geklappt zu haben. Könntest du das Mikrofon eigentlich auch mal höher machen? Oh Gott, das ist. And you were rings 125, flight level 100. Rings 125, further climb Unicorn 122, decimal 8. Further climb on 122, decimal 8, you rings 125. Dankeschön, tschüss. Wo kommt der Kollege her? Er klingt französisch. Ja, kommt auch her. German Wings 5 Tango, Bremen, hallo. Climb flight level 100, you identified. Andere Reihenfolge. Flight level 100, German Wings 5 Tango. Jimmings 1 Bravo Alpha, further climb Unicom, 122 decimal 8, later on Munich Radar. Jimmings 5 Tango, further climb Unicom, 122 decimal 8, later on Munich Radar. Unicom 122 decimal 8, later Munich Radar. Danke dir für den Service, schönen Abend. Tschüss. Ja, das war's im Grunde mit dem groben ersten Gedönse hier. Ich würde sagen, das war es auch erstmal mit dem Video, weil jetzt, ich habe jetzt noch zwei, drei Outbounds, nachher noch ein paar Inbounds. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses sehr einseitige Outbound direkt D-Nix. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.